Hallo und herzlich willkommen zur dritten Mission der Sowjetkampagne. Wir spielen wieder C&C Alarmstufe Rot. Dieses Mal Beseitigung der verdeckten Bedrohung, Sowjets Mission Nummer 3. Wer die dritte Mission der Alliierten verpasst hat, einfach in die Videobeschreibung nachschauen. Da habe ich beide Playlists verlinkt. So, zur Einsatzbesprechung. Ein Spion der Alliierten hat unsere Sicherheitssysteme umgangen, unsere Basis beschädigt und versucht nun zu entkommen. Spüren Sie ihn mit Hilfe Ihrer Wachhunde auf und eliminieren Sie ihn. Die Zivilisten helfen dem Spion und haben ihre Truppen sicher feingestellt. Sollte der Spion entkommen, werden Sie mit dem Leben dafür bezahlen. Ja, die Missionsbeschreibung ist eindeutig. Bevor es jetzt aber losgeht, ganz kurz mein Intro und ein Video des Spiels. Bleibt dabei. Das Video ist cool. Die Imperialisten sind uns ausgeliefert. Wir haben 14 Panzerdivisionen an dieser Grenze. Und die Alliierten halten sie mit nur 3 Divisionen auf? Bei der Geschwindigkeit des Vormarsches unserer glorreichen Kampfroboter haben wir in 60 Tagen ganz Europa eingenommen. Mag sein, aber 11 Monate hinter dem Zeitplan. Es ist für unsere Propaganda überaus wichtig, dass wir Berlin vor dem Geburtstag des Genossen Stalin erobern. Genosse Gradenko, haben Sie nicht berichtet, alle Waffenfabriken seien gesichert? Ich habe sie persönlich inspiziert. Wie konnten dann die alliierten Schweine unsere Fabrik bei Sofrensk ausschalten? Unmöglich, meine Sicherheitsvorkehrungen waren... Wirkungslos, wie wir befürchtet haben. Das war unsere wichtigste Fabrik. Werden wir jetzt überhaupt noch laut Plan vorankommen? Was ist mit Einstein? Verläuft seine Antriebsforschung immer noch nach dem Zeitplan? Nun? Ich muss berichten, dass vor ein paar Stunden, nun, Einstein wurde gekidnappt. Ich weiß. Wir holen ihn schon in diesem Moment gerade zurück. Gut. Sehr gut. Ich würde nur ungern einen so ergebenen Offizier wie Sie töten, Gradenko. Ich weiß nicht, wo Einstein ist. Noch nicht. Aber ich weiß, wer unsere Sache verraten hat. Wir haben die Datenkennung eines alliierten Infiltrators in Kyriagin geortet. Er muss schnellstmöglich deaktiviert werden. Auf nach Kyriagin mit Ihnen. Stöbern Sie ihn mit Ihren Suchhunden auf, bevor er noch mehr verraten kann. So, mindestens eine unserer Suchen muss überleben. Die kommen gleich. Aber wir können uns Hilfe holen. Ich glaube, ohne diese Hilfe wäre die Mission nicht schaffbar. Keine Ahnung. Also sie wäre nicht schaffbar. Zeit läuft. So, wir nehmen die Hunde. Gruppe 1. Jetzt rennt der Spion. Hier natürlich, der ist jetzt hier runtergerannt. Hier mit den Hunden haben wir natürlich sofort verloren. Ne? Der Bunker würde die einfach töten. Aber wir brauchen ja nur hier nach rechts rennen. Ich finde es irgendwie lustig, ne? So Speicherlecke würde ich natürlich auch nur ganz ungern töten müssen, ne? So, und schon haben wir Verstärkung. Und damit ist dann der Bunker kein Problem mehr. Also wir erleiden auch Schaden, das ist klar. So, ihr könnt jetzt den Bunker direkt angreifen. Die Fässer sind auf jeden Fall zerstört. Und da flieht der weiter. Aber seine Unterstützungstruppen hier werden wir jetzt stellen. Genau, sehr schön. So, Problem beseitigt. Also wie gesagt, passt ein bisschen auf die Hunde auf. Sie sollten halt nicht sterben, aber ihr braucht sie nicht unbedingt, um die Mission abzuschließen. Wichtig ist halt nur, dass der Spion umkommt, getötet wird. Ja, schnell rennt hinterher. Keine Angst, ihr schafft das sowieso nicht. Das ist vom Spiel schon so gewollt. Der Schneemann, Moment. Da, der Schneemann. Ja, das machen die Alliierten. Die verstecken sich in zivilen Häusern, um dann quasi aus dem Hinterhalt anzugreifen. Verstärkungen sind eingetroffen. So, damit ist das hier erledigt, ne? Aber wir bekommen neue Truppen. Bisschen Verstärkung. Und die Verfolgungsjagd geht hier oben weiter. So, hier habe ich beim ersten Versuch fast meinen ersten Hund verloren. Es hat nur ein Hund überlebt und das auch nur ganz knapp.
Ja, genau. Nur weil ich euch sage, dass ihr wegrennen sollt, heißt es doch nicht, dass ihr wegrennen sollt. Ihr müsst kämpfen. Noch 10 Minuten. Ja, lasst euch von der Uhr nicht, nicht hetzen. Die Mission ist gleich geschafft. Und wir werden die Mission mit den Hunden abschließen. Ist ja klar, ne? So, jetzt kommen hier nochmal ein paar Gegner. Oh, nee, fiese Falle. Die schießen nämlich einfach hier die Benzinfässer. Ja, mein Gott. Ah, da machen wir das. Ja, wir können das besser, ne? So, ich weiß jetzt gar nicht, ob der jetzt hier nochmal... Genau, er ist noch hier in die Kirche reingerannt. Aber wie gesagt, wir lassen das uns Hunde erledigen. Tja, da ist er wohl in eine Sackgasse gerannt, ne? Die Mission ist also relativ schnell und unkompliziert zu Ende gegangen. So, herzlichen Glückwunsch. So, und da ist der Spion gefallen. Führung nur noch 62% und Effizienz nur noch 100. Ja, da hat man ja heute Mittag mal 150%, ne? Na, okay. Ja, damit ist die Mission beendet und damit natürlich auch dieses Video. Es war auch wieder nicht besonders lang, aber ich erinnere nochmal daran, pro Mission ein Video. Bleibt also dabei, morgen geht es dann hier weiter, es gibt wieder zwei weitere Missionen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend und tschüss, bis zum nächsten Video.